Krieg oder Frieden? Die Welt brodelt und was wird in diesen Zeiten aus dem Goldpreis? Herzlich willkommen von eurem Team der Gold Invest und des Deutschen Feingoldhauses aus Berlin und aus Wien. Wir leben in drastischen Zeiten. Im Moment geht es um nicht mehr oder weniger als die Existenz Europas, vielleicht gar der ganzen Welt. Es geht um Krieg oder Frieden. Wir erleben gerade die massive Einflussnahme aus interessierten politischen Kreisen, aus der Waffenlobby und aus unwissenden politischen Kreisen in Richtung einer deutschen Beteiligung am Krieg in der Ukraine. Die ukrainische Armee ist nicht nur mager an Waffen geworden, sondern hat auch zu wenig Leute, obwohl Herr Selenskyj gerade in der letzten Woche verkündet hat, es seien erst 31.000 ukrainische Soldaten gefallen. Auch 31.000 wären genau 31.000 zu viel, um es hier ganz klar und deutlich zu sagen. Egal auf welcher Seite die jungen Männer fallen, auf welcher Seite Zivilisten ihr Leben, ihr Obdach, ihre Existenz verlieren. Umso bedenklicher halte ich das große Geschrei aus gelben, schwarzen und grünen Kreisen für einen Einsatz der deutschen Wunderwaffe Taurus. Diese Mittelstreckenrakete mit sehr hoher Geschwindigkeit und sehr durchschlagskräftigem Sprengstoff soll die große Wende bringen. Das hat ja mit deutschen Wunderwaffen schon mal nicht geklappt. Und wer weiß, wie viele von den ca. 600 Taurus-Marschflugkörpern überhaupt einsatzfähig sind. Ob jetzt ein gefaktes Interview, was man den Russen als Informationsgrundlage vor die Füße geworfen hat, oder wirklich so viel Schwachsinnigkeit dabei war, dass man sich dermaßen abhören lässt. Klar ist eins, diese Marschflugkörper sind nur von höchst ausgebildeten Fachleuten, die das über Jahre gelernt haben, zu bedienen, zu programmieren, eine Fernsteuerung aus dem in Anführungsstrichen sicheren Deutschland ist so gut wie nicht möglich. Und wenn damit dann russische Ziele, ob es eine Brücke, ob es Munitionsdepots oder wie Herr Kiesewetter aus der CDU verlangt, sogar Ziele in Moskau, Ministerien, industrielle Schwerpunkte etc. pp. Es wäre der Kriegseintritt Deutschlands und Moskau bräuchte dann wahrscheinlich für eine angemessene Reaktion keine schriftliche Kriegserklärung. Was ist mit diesen Menschen los? Sie nennen sich Volksvertreter. Mehr als 70% der Menschen in Deutschland, wenn man repräsentativen Umfragen glauben darf, wenden sich ganz klar gegen eine Kriegsbeteiligung Deutschlands. Das heißt, hier wird operiert gegen den absoluten Mehrheitswillen der Menschen. Persönlichkeiten wie zum Beispiel der Friedensforscher Daniele Ganser aus der Schweiz oder der Ex-General der Bundeswehr und NATO Harald Kujat werden als Friedensschwurbler verpönt. Friedensschwurbler. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, welche Begrifflichkeiten hier mittlerweile erfunden werden, um das Streben nach Frieden zu diskreditieren. Letztlich können wir alle nur hoffen, dass an der Spitze der Bundesregierung die Konsequenz sich durchsetzt, genau diese Waffen nicht zu liefern und auch deren Einsatz nicht zu begünstigen. Natürlich ist es in dieser unsicheren Zeit immer so,
dass der Goldpreis steigt. Es spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle. So hat zum Beispiel die hochgeschätzte EZB-Präsidentin Frau Christine Lagarde seines Zeichens schuldig gesprochen der 40 Millionen Veruntreuung in Frankreich. Okay, das sei nur am Rande gesagt, dass es wahrscheinlich in diesem Jahr eine Zinswende geben wird. Das heißt, dass neue Zinssenkungen zu erwarten sind. Was wir alle in unserem Einkaufskorb spüren, können jetzt auch die Geldpolitiker nicht mehr unter den Teppich kehren. Die Inflation galoppiert weiter. Sie ist anhaltend hoch. Und auf der anderen Seite können die mittlerweile dagegen erhöhten Zinsen natürlich die Wirtschaft abwürgen. Das tun sie auch schon. Und aus den USA weht uns ein eisiger Wind entgegen. Der Gewerbeimmobilienmarkt bricht brutal zusammen. Und dieses Beben aus der amerikanischen Bankenecke ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Die Deutsche Pfandbriefbank hat die Alarmglocken geläutet und andere Institute wie Sparkassen und Volksbanken, die auch mal wieder am großen Rad gedreht haben, geraten in Zweifel, ob das alles so richtig war. Hier in Berlin am Kurfürstendamm stehen große Baustellen für Shopping-Malls und Bürotürme still. Die Baumaschinen sind abgezogen, es bewegt sich gar nichts mehr. Und auch auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland sieht es ähnlich aus. Er ist praktisch im Bereich Neubau zum Erliegen gekommen. Das sind unsichere Zeiten. Hinzu kommt natürlich, dass die US-Sanktionspolitik, das heißt die Nichtrückzahlung von Krediten an unliebsame Staaten, nimmt weiter Fahrt auf und die Länder, die den USA Kredit gegeben haben über die US-Staatsanleihen, verlassen diese wie Giftpapiere und gehen in den sicheren Hafen Gold. Natürlich kommt dazu, dass weiterhin sehr hohe Aufkommen der Zentralbanken weltweit, allen voran China und die BRICS-Staaten beim Kauf von Gold. Wir erwarten, dass die Goldpreise auf hohem Niveau, das heißt auf über 2000 Dollar die Unze stabil bleiben werden. Und auch der kleine Bruder von Gold, das Silber, zieht nach, hat jetzt in den letzten Tagen die 25-Dollar-Marke übersprungen. Der Weg nach oben ist frei. Und bitte denkt immer daran, wenn ihr über Edelmetalle nachdenkt, es ist oberirdisch viel weniger Silber vorhanden als Gold. Und Silber wird sehr stark industriell verbraucht. Wir haben im vierten Jahr in Folge eine Unterdeckung des Silbermarktes. Das heißt, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Wenn die breite Masse der Anleger dann auch ins Silber geht, aus verschiedenen Gründen, als lohnendes Investment, als Wertspeicher oder weil Gold einfach nicht mehr ihren Preisvorstellungen entspricht, dann werden wir den Galopp der Silberpreise erleben. Das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Bitte folgt uns auf diesem Kanal, dann verpasst ihr keine Neuigkeiten. Und ganz wichtig, genießt das Leben.